Jetzt hatte ich die 2010er in den ersten drei Folgen dahingehend gelobt, dass doch viele Filme erschienen sind, die ich richtig stark finde. Egal ob nun brachialer Martial Arts Streifen oder wuchtige Ballereien. Und dann kam 2013 und ich wurde wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Das bedeutet nicht, dass alles Murks war in diesem Jahr, aber die zwei oder drei richtigen Kracher haben mir dann doch gefehlt. Was wir hier bekommen, ist eine Ansammlung von sehenswerten Filmen, aber nicht wirklich viel, was darüber hinausgeht und wofür ich in eine Diskussion springen würde, sollte euch nicht gefallen, dass die Filme hier drin sind. Eventuell sehen eure Listen auch komplett anders aus, da es an der Anzahl an Actionstreifen zumindest nicht gelegen hat. Filme wie Escape Plan, The Last Stand, Parker, White House Down und Elysium kann man alle auch mal in den Player schieben, aber aus vielen kleinen persönlichen Gründen sind die eben nicht in meine Liste gekommen. An der grundsätzlichen Qualität hat's aber eigentlich nicht gelegen. Und damit springen wir rein in die besten Actionfilme aus dem Jahr 2013. Ninja-Filme hatten wir hier ja schon ein paar. Und auch meine Zweifel bzw. Gründe, weshalb ich diese oftmals etwas trashig finde, habe ich bereits erklärt. Eine absolute Genre-Legende ist Sho Kosugi, der mit Kane Kosugi einen ziemlich talentierten Sohn hat. Es liegt also sehr nahe, diesen auch in ein Ninja-Franchise zu packen. Neben niemand geringerem als Scott Adkins. Der hat in seiner Undisputed-Reihe und vor allem in Teil 3 so dermaßen stark abgeliefert, dass man bei seinen folgenden Filmen oftmals den Gedanken hat, dass er mit angezogener Handbremse agiert. Und dabei ist der Regisseur dieses Ninja-Franchises auch noch derselbe wie bei Undisputed. Im ersten Teil war der Störfaktor allerdings nicht die Regie oder Adkins, sondern der Fakt, dass man mit Seilen und CGI nachgeholfen hat. Und das bei einem Mann, der offensichtlich auch selbst in der Lage ist, die Schwerkraft nach seinen Wünschen auszuhebeln. Diesen Fauxpas bügelte man nun in Teil 2 allerdings aus. Und siehe da, es ward gut. Die Story liest sich hierbei auch wie ein Rache-Thriller. Und Scott Adkins bringt als ausgebildeter Schauspieler auch schon mehr rüber als so manch einer seiner Kollegen. Wer also auf schwarz verhüllte Assassinen steht, wird an diesem Streifen nicht vorbeikommen. Mein Platz 10. Ninja, Pfad der Rache. Ich bin zugegebenermaßen kein Riesenfan vom dritten Teil der Iron Man-Reihe. Das liegt aber zum Großteil auch daran, dass einige Charakterentwicklungen bei der Figur Tony Stark später einfach wieder wegradiert wurden und das komplette Ende dieses Films keinerlei Bedeutung hat. Die Prämisse, Tony seine Spielzeuge wegzunehmen und ihn nur mit seinem Verstand arbeiten zu lassen, ist im Grunde gar kein schlechter Ansatz. Und was sie mit dem Mandarin gemacht haben, ist schon ziemlich mutig. Oder einfach nur respektlos. Sucht euch etwas aus. Robert Downey Jr. dürfte das herzlich wenig interessiert haben. Schließlich machte ihn diese Rolle zum absoluten Fanliebling. Und natürlich verdiente er sich dumm und dusselig. Damit Marvel seinen Goldesel auch noch weiterhin als Zugpferd nutzen konnte, schneiderte man ihm einfach die Vaterrolle für Spider-Man zurecht. Damit der Mann nach Abschluss seiner Trilogie auch noch woanders vorbeischauen konnte. Außerdem entdeckte Marvel das enorme Potenzial des asiatischen Kinomarkts und erweiterte die Szenen mit den asiatischen Darstellern extra für diese Zielgruppe. Außerdem gab es für Tony in Asien keinen Alkohol mehr, sondern Milch. Das Ergebnis waren über 1 Milliarde Boxoffice und für alle die Bestätigung, ja, so kann's weitergehen. Mein Platz 9, Iron Man 3. Katniss Everdeen ist zurück und macht im Grunde dasselbe wie in Teil 1. Wieder gibt es ein Battle Royale Turnier, wieder kann es nur einen Gewinner geben, allerdings treten in dieser Folge alle Gewinner der vorangegangenen Hungerspiele gegeneinander an. Also quasi die Champions League.
Der Battle Royale Aspekt wird hier nochmal deutlicher in den Vordergrund gerückt. Und wie das eben so ist, werden Allianzen gegründet, verworfen, intrigiert und verraten, was das Zeug hält. Außerdem haben wir mit Woody Harrelson und Stanley Tucci zwei Darsteller an Bord, die Filme oftmals allein mit ihrer Präsenz aufwerten können. Und mit einem Einspielergebnis von über 800 Millionen Dollar schlug das Ganze auch ein wie eine Bombe und wurde nochmal erfolgreicher als die glitzernden Vampire. Der Hype von verfilmten Jugendbüchern hatte somit ihren Höhepunkt gefunden und zog dementsprechend eine Flut aus ganz guten bis ziemlich beschissenen Reihen nach sich. Maze Runner und Divergent fallen mir da ganz spontan ein. Und genau wie beim Fantasy-Hype, den der Herr der Ringe auslöste, floppten die meisten Sachen und wurden sogar nach ein paar Teilen eingestellt. Zum Glück gibt's aber mittlerweile Streaming-Dienste. Und so finden Serien wie Shadow and Bones oder Tote Mädchen lügen nicht ein dankbares Publikum. Mein Platz 8, die Tribute von Panem, Catching Fire. Her entire species must be eradicated. Her species, sir. The other victors. Because of her, they all pose a threat. Because of her, they all think they're invincible. Auch wenn man es erstmal nicht glauben möchte, aber wir kommen mit diesem Streifen auch gleichzeitig zu einer weiteren Comic-Verfilmung. Oder um genauer zu sein, einer Graphic Novel von Steven Grant. Two Guns ist dabei ein ziemlich guter Buddy-Cop-Actioner und bietet mit Denzel Washington und Mark Wahlberg zwei doch sehr charismatische Hauptdarsteller. Wobei Washington natürlich klar über Wahlberg liegt. Außerdem haben wir noch einen Bill Paxton als durchgeknallten Regierungsheini. Dass dieser Mann 2017 verstorben ist, tut mir gerade bei solchen Performances immer noch weh. Die Chemie der beiden Partner wider Willen funktioniert auch wirklich gut. Auch wenn man sagen muss, dass auch hier die grundlegenden Checkboxen für Buddy-Cop-Streifen abgehakt werden. Was die Action angeht, kann man auch nicht groß meckern. Hat man alles irgendwie schon gesehen, aber eben auch teilweise deutlich schlechter. Und man muss ja das Rad nicht immer neu erfinden, um gute Unterhaltung zu produzieren. Kurioserweise erschien infolge des Films auch eine Fortsetzung der Graphic Novel. Und ihr dürft dreimal raten, wie diese heißt. Na? Natürlich. Three Guns. Damit also auf einem soliden siebten Platz. Two Guns. What's on call for? Give me the keys. You saw that move coming? That's correct. Give me the keys. Nachdem sich Jason Statham in der letzten Folge noch um ein kleines asiatisches Mädchen kümmern musste, ist es nun an der Zeit, sich für seine eigene Tochter in den Kampf zu stürzen. Denn was macht man, wenn das Kind Stress in der Schule hat? Man schickt den Eltern böse Buben auf den Hals. Blöd nur, wenn der Papa ein Ex-Cop ist und sich zu wehren weiß. Tja, und das macht der gute Daddy dann auch. Die Geschichte klingt wie die zusammengereimte Selbstjustizfantasie eines 80er Jahre Actionhell. Oh, wen haben wir denn da als Drehbuchautoren? Sylvester Stallone! Klingt jetzt aber alles schlimmer als es ist, denn die etwas seltsame und zurechtgebogene Handlung wird ja gekonnt mit Statham und James Franco als Schurken befüttert. Und selbst die kleine Maddie hat es nicht geschafft, mir auf die Nerven zu gehen. Außerdem gibt's die diebische Winona Ryder, die nach ihrer kleptomanen Zeit ja eine ganz nette Rehabilitation hingelegt hat. Vor allem mit dem Glücksgriff Stranger Things. Homefront ist auch kein durchchoreografierter Klopper oder übertriebener Krawallfilm, sondern ein ziemlich geradliniger Action-Thriller, den wahrscheinlich jeder Statham-Fan bereits gesehen hat. Mein Platz 6, Homefront. Keanu Reeves ist ein Kampfsport- und Eastern-Fan. Das beweist er nicht nur mit der John Wick-Reihe, sondern auch durch andere Streifen wie 47 Ronin oder bereits in der Matrix-Reihe. Im selben Jahr wie der eben genannte Film über 47 Samurai erschien allerdings noch ein weiterer Streifen mit Martial-Arts-Bezug und diesmal sogar unter eigener Regie.
Man of Tai Chi hat dabei nicht unbedingt die tollste Handlung und für mein Empfinden ist Keanu Reeves auch kein sonderlich guter Schauspieler. Aber er hängt sich voll rein und dank der Matrix-Reihe hat er auch Kontakte zu den ganz großen Namen aus der Stunt- und Choreografenabteilung. Der Name Yuen Wu-Ping sollte jedem Eastern- und Matrix-Fan geläufig sein. Und mit Tiger Chan und Iku Uwai haben wir noch zwei begnadete Kämpfer im Cast. Interessant ist hierbei auch, dass sich Keanu Reeves nicht selbst als Helden und Fixpunkt des Films inszeniert, sondern lieber die Rolle des Schurken übernommen hat. Hauptkriterium des Ganzen sind aber nun mal die Kämpfe. Und auch wenn Keanu das erste Mal im Regiestuhl sitzt, kann man da absolut nicht meckern. Es scheint, als hätte er bei den großen Namen aus Fernost ganz genau hingeschaut und sich einiges abgeguckt. Bei der breiten Masse kam der Streifen trotzdem nicht so gut weg und auch 47 Ronin wurde 2013 eher mit Häme bedacht. Eigentlich schade für meinen Platz 5. Man of Tai Chi. Ich bin nicht hier, um zu töten. Du schuldest mir ein Leben. Den ersten Teil fand ich, so wie viele andere scheinbar auch, super und geldtechnisch kam auch einiges rein. Daher ist es keine Überraschung, dass ein zweiter Teil produziert wurde. Da sich in der Darstellerriege zwar nichts groß geändert hat, jedoch der Regisseur nicht mehr Matthew Vaughn, sondern Jeff Wardlow war, gab es hier und da ein paar Zweifel, ob die Fortsetzung mit Teil 1 mithalten kann. Hinzu kam mit Jim Carrey ein Darsteller, der sich nach Fertigstellung des Films und einem Amoklauf an einer amerikanischen Highschool entschied, den Film nicht weiter zu bewerben und sich gegen Gewalt auszusprechen. Ob das dem Film jetzt grundsätzlich geschadet hat, wage ich zu bezweifeln. Aber man kann grundsätzlich sagen, dass Teil 2 doch ein Stück weit hinter Teil 1 zurückbleibt. Diese naive Herangehensweise eines Losers an das Thema Superheld und wie man einer wird, ist halt nicht reproduzierbar. Und so erleben wir einen bereits durchtrainierten und gefestigten Kick-Ass, der dadurch aber leider nicht mehr ganz den Außenseiter-Bonus des Publikums bekommt. Gleiches gilt für Chloe Grace Moretz, die nicht mehr das kleine süße Mädchen ist. Und wer will schon das kleine Mädchen verdroschen werden? Bei all dem Gemecker kann man jedoch durchaus seinen Spaß mit diesem Streifen haben. Und gerade die Action und der derbe Humor funktionieren noch immer. Mein Platz 4, Kick-Ass 2. You and me, like Batman and Robin. Okay, Robin wishes he was me. Family, Family, Knallbum, Family. Zyniker würden so die letzten Filme dieser Reihe beschreiben. Und wenn man ehrlich ist, kann man da auch nicht viel gegen sagen. Teil 6 ist für mich aber noch auf einem erträglichen Level zwischen totaler Verdummung und zumindest guter Action. Auch wenn die endlose Landebahn wahrscheinlich in die Meme-Historie eingegangen ist. Dass The Rock nun auf einmal zu den Guten gehört, ist klar. Und dass Han am Ende nicht so richtig tot ist, ja, mittlerweile auch. Richtig schade ist aber, dass man sich mitunter auch richtig talentierte Jungs ins Boot holt und einfach nichts richtig daraus macht. So zum Beispiel Joe Taslim in Teil 6 oder Tony Jaa in Teil 7. Punkten kann die Reihe aber auch mit Paul Walker, der die Reihe allein mit seiner Anwesenheit schon etwas geerdet hat. Er wirkte zumindest immer wie der Normalo in der Truppe und das meine ich nicht, weil er noch Haare auf dem Kopf hat. Zwischen all den Muskelbergen und Superfightern war das noch am ehesten der Typ, der sowas wie Realismus verkörperte. Wer die Meinung von uns zu jedem einzelnen Fast and Furious-Streifen wissen will, dem empfehle ich unsere Podcast-Folge, in der wir jeden einzelnen Film bis Teil 9 durchkauen. Ich glaube, wir haben selten so viel gelacht. Mein Platz 3, Fast and Furious 6. Wenn wir die Transformers-Reihe hier drin haben, dann muss dieser Streifen auch rein. Und der hat mich 2013 ziemlich überrascht. Riesige Roboter prügeln sich mit Kaijus. Klingt erstmal nach viel Trash,
Aber Regisseur Guillermo del Toro setzt das Ganze so gut um, dass ich wirklich meinen Spaß damit hatte. Wenn große Blechmänner ein ganzes Schiff in die Hände nehmen, um bösartige Viecher zu verprügeln, klar, bin ich erstmal dabei. Und wenn das auch noch so unverschämt gut aussieht und wuchtig inszeniert ist, kann ja nichts schiefgehen. Im Gegensatz zu den letzten Godzilla-Streifen sind mir hier auch nicht die menschlichen Figuren egal, da man mit Charlie Hunnam, Idris Elba und Ron Perlman auch noch charismatische Darsteller an Bord hat, deren Dynamik untereinander auch gar nicht so unspannend ist. 5 Jahre später erschien mit Pacific Rim Uprising dementsprechend auch ein zweiter Teil, aber da merkt man schon deutlich, dass Guillermo del Toro auf dem Regiestuhl fehlt. Darüber, dass hier fast alles mit CGI geregelt wurde, brauchen wir wohl nicht reden. Und über Realismus legen wir auch mal den Mantel des Schweigens. Dennoch mag ich den ersten Teil sehr. Daher mein Platz 2, Pacific Rim. Pacific Rim. In den 80er-Listen hatten wir Christopher Reeve als unbesiegbaren Mann aus Stahl. 30 Jahre später zog sich Henry Cavill den blau-roten Strampler an und Zack Snyder tat das, was er am besten kann. Comics verfilmen und startete mit diesem Streifen das DCEU. Zu diesem Zeitpunkt war ich noch wirklich sehr guter Dinge, dass das was werden kann, da mir gerade der ernste und düstere Ansatz extrem gut gefiel, vor allem im Kontrast zum kunterbunten und lockeren Marvel-Universum. Am meisten beeindruckt hat mich persönlich, dass in Man of Steel der Charakter Clark Kent bzw. Superman so geerdet und nachvollziehbar dargestellt wurde, dass auch ich damit was anfangen konnte. Superman ist nämlich für meine Begriffe eigentlich eine der langweiligsten und ehrlich gesagt auch profillosesten Superhelden gewesen. Wenn die einzige Schwäche aus Kryptonit besteht und du körperlich, aber auch charakterlich keine Makel hast, ja, dann bleibt nicht viel übrig. Mit dem von mir sehr geschätzten Michael Shannon hat man auch einen Bösewicht, den man auch nachvollziehen kann. Und Kevin Costner sowie Lawrence Fishburne und Russell Crowe gehen ja eigentlich immer. Für viele also vielleicht nur eine weitere von vielen Comic-Verfilmungen, die nichts hier zu suchen haben. Für mich schon eigentlich der beste Film im DCEU. Mein Platz 1, Man of Steel. Zugegeben, 2013 war jetzt nicht die Sternstunde des Actionkinos und lieferte im Grunde genau das ab, was die meisten wahrscheinlich für das ganze Jahrzehnt erwartet haben. Ich kann euch allerdings schon mal sagen, dass 2014 da um einiges besser wird und Filme auf uns warten, die das Genre ziemlich durcheinander gewirbelt haben. Auf unserer Liste tut sich währenddessen gar nicht mal so viel und Jason Statham kann durch seinen steten und konstanten Output seinen Vorsprung schon ziemlich weit ausbauen. Erinnert mich ein bisschen an Jackie in den 80ern. Vin Diesel und Paul Walker geben sich nun auch die Ehre, ansonsten bleibt aber alles wie gehabt. Und das hoffe ich natürlich auch von euch, denn ihr wisst, was jetzt kommt. Kommentare, Likes und Abos, aber pronto! Vielen Dank und damit verabschiede ich mich. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal, hier bei Ungeschnitten.